Autodoc gesponsert. Autodoc ist Europas führender Online-Händler für Autoersatzteile. LKW-Ersatzteile, Motorrad-Ersatzteile, Reifen, Werkzeuge, Autozubehör, Motorenöl, sämtliche Filter, Bremsanlagen, Motoren, alles, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es bei Autodoc. 12 Jahre schon auf dem Markt. Autodoc gibt es in 27 Ländern, wo ihr mit der App einfach bestellen könnt. Die App ist unten verlinkt. Ihr könnt nochmal 3% auf euren ganzen Warenkorb mit Kfz-Fuzis sparen. Viel Spaß noch weiterhin mit dem Video. Willkommen bei Kfz-Fuzis, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen E46 325 Ti. Ich vergesse immer dieses Ti. Ich sag immer I. Das wird ja mein Daily. Das heißt, wir müssen den jetzt ein bisschen umbauen oder fertig machen für TÜV. Wir haben ja hier eine Lost-Ausstattung. Nicht, dass ihr denkt, dass ich den ausgebaut habe, ob man so Track-Tool oder so machen will. Nein, ich habe den so gekauft. Da war nichts drin. So, wir haben diese Löcher und diese Löcher müssen wir natürrich für TÜV fertig machen. Wir werden jetzt zum Schrottplatz gehen, weil da gibt es genauso einen gleichen, aber ich weiß nicht, was für ein Zustand das ist. Ob der diese Löcher auch hat oder nicht, das wird mich jetzt auch interessieren. Wenn nicht, werden wir hingehen und die Dinger einfach aufschneiden und mitnehmen. Plus, Stoßstange habe ich ja neu geholt, aber das Problem ist bei der Stoßstange, das ist kein M-Stoßstange. Wir haben hier alles M, das heißt die Seitenschweller. Okay, die Seitenschweller sind jetzt gerade lost, aber die Seitenschweller sind M, die habe ich da liegen. Das ist ein M-Paket, das Auto. Die M-Stoßstange werden wir gleich da aufholen. Ich weiß nicht, ob wir das abbauen müssen oder nicht. Ich hoffe mal nicht, weil ich nehme kein Werkzeug mit. Ich nehme nur die Flex mit. Nur, dass wir flexen. Wenn du den Blick von hier siehst, ne? Du siehst, da ist alles leer. Alles ist leer. Vom Radio, Sitze, Teppich, alles. Apropos Sitze. Sitze habe ich mir auch schon besorgt. Alcantara. M Sportsitze, also Schalensitze, Sportsitze, wie man das auch nennt. Die habe ich auch schon besorgt, auch für wenig Geld, komplette Ausstattung. Also da merkt man schon, dass der jung war oder keine Freunde hatte oder keine Freundin hatte, weil die Rückbank sieht eigentlich unbenutzt aus. Ich habe die Flex dabei. Wir fahren jetzt nach Koblenz. So, Samet, wir sind jetzt 200 Kilometer gefahren nach Koblenz. Eine Autoverwertung uns zugesagt hat, dass wir Samstag die Stoßstange abholen können, plus was rausflexen können. Und jetzt auf einmal heißt es, geht nicht und die Stoßstange ist verkauft. Erst zusagen und dann geht nicht zusagen. Ehrlich, frage ich mich, wie manche Leute ihr Geschäft führen. Weißt du, denkst du, ich habe hier nichts Besseres zu tun, als 200 Kilometer durch die Walachei zu fahren? Vor allem bei dem Wetter und dem Stau, den wir hatten. Ja, er hat sich geklärt. Danke für nichts. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Nähe noch eine Stoßstange finden. Sorry. So, das war ja geil. Gerade war ja meine Laune so ein Tiefpunkt. Aber gesagt, ja, der Typ hat uns hier hingerufen, Stoßstange verkauft. Wir dürften da nicht flexen und so. Aber der liebe Sinan hier, unser Turbo-Sino, hat hier in Koblenz eine Stoßstange gefunden, was zu, ich sag mal, 100 Euro billiger sogar ist. Hat leider eine silberne Farbe, aber egal. Dann wird der halt lackiert. Geil, jetzt fahren wir da hin und gucken, ob wir den auch bekommen. Das wäre geil, das wäre richtig geil. So, bis gleich. Auf jeden Fall, wir haben eine Stoßstange gefunden. Komplett für 90 Euro mit Gitter, alles drum dran. Also haben wir den Tag doch heute gerettet, also ehrlich. Ich hätte schon heute gedacht, nee, wir schaffen heute nichts mehr. Aber es ist doch irgendwie passiert hier. Alles gut hier. Ich glaube, du freust dich schon so, dass du mit der Stoßstange schmusen musst. Ha? Ja, das Problem, die müssen wir jetzt komplett bearbeiten. Aber dank Sinan hier haben wir es gefunden. Ehrlich, in Koblenz ist alles möglich. Sollen wir die noch einmal mal dran machen? Oh ja, auf jeden Fall. Man sieht, der hat voll viele Sachen hier rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt hier alles verwenden können. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und man sieht ja auch, also die Stoßstange war richtig kaputt, glaube ich. Und der hat die überall, ne, hier, man sieht, dass er richtig Unfall hatte hier. Hier, überall. Und das ist das Geilste, ne, wie viele Löcher die gemacht haben. Och, machen wir hier nochmal ein Loch. Ach, da mal ein Loch. Da mal ein Loch, da noch mal ein Loch. Weißt du, was das Geilste hier ist? Was denn? Das Ganze hält nur mit zwei Schrauben. So, ich weiß nicht. Das war's. Ach, siehst du? Wir haben alles hier drin. Das heißt, das Ding hier müssen wir da komplett umbauen. Sehr schön. Also, das haben wir alles. Guck mal, wie viel Platz wir hier haben, ne? Wofür denn? Weiß ich nicht so, Ladeluftkühler oder wie nennt man das? Ich glaube Ladeluftkühler nennt man das. Das glaube ich, ja. Wer weiß. Aber einen kleinen, ne? Dezent. Ja, natürlich, ich baue nur dezenter ein. Oh. Bei dem Audi hat man das ja gesehen, was für einen dezenten Ladeluftkühler ich einbaue. Das ist schon, guck mal, was für ein Unterschied, ne, Samet?
Das sieht doch schon bulliger aus. Auf jeden Fall. Jetzt den noch in schwarz. Den jetzt noch in schwarz lackieren. Ich finde die Farbe auch sehr schön. Meinst du jetzt schwarz oder silber? Ja. Schwarz, ne? Schwarz. Ich finde den schwarz sehr, sehr schön. Das ist geil, wie die Handbremse hält hier. So, jetzt machen wir mal zu. Jetzt von vorne. Soll ich dir mal was sagen? So sieht das mal nicht schlecht aus. Als hätte man den so extra foliert, so, weißt du? Ja, ne? So silber extra foliert, so. Als M sieht der Kompakt schon geil aus. So, wenn einer hier E46 Kompaktstoßstange vorne, kann sich gerne bei mir melden, verschenke ich. Hier werde ich aber selber Bleche schweißen und das Ganze erstmal hier schön bearbeiten, so dass einfach kein Rost mehr zu sehen ist. Also ich werde das Ganze so schweißen, dass wir den über dem TÜV bekommen. Was wir noch machen werden ist, das habe ich jetzt besorgt, zeige ich euch. Hier Zündschloss, haben wir einen anderen Schlüssel, zwei Schlüssel, nur für den Schloss. Ihr müsst euch vorstellen, ich muss mit drei Schlüsseln rüberrennen. Und keiner davon funktioniert noch. Ich habe mir auf jeden Fall so einen Schlüsselsatz besorgt für die ganzen Schlösser. Das heißt, ganzen Schlösser, wir haben nur einmal diesen Schloss und den Zündschloss. Dann haben wir noch das EWS. Das brauchen wir aber in dem Fall nicht. Wir werden das umbauen und werden diese beiden Schlüssel anlernen. Und dann werde ich nur noch einen Schlüssel haben, anstatt drei Schlüssel. Das geht nicht. Und das muss wieder funktionieren, weil Fernbedienung funktioniert gar nicht. Das geht auch nicht. Da fehlt was. In der Mitte. Das große Etwas. Weil das wird ja mein Daily. Was ich brauche ist Safe Radio. Am besten Android. Lasst euch überraschen, da kommt was. Da werden wir noch extra Video dazu drehen. Das Radio wird kommen. Schweißarbeiten werden wir machen. Schweller werden wir dran machen. Stoßstange werden wir lackieren, dran machen. Dann werden wir Innenraum komplett fertig machen. Und plus TÜV. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Und danach werde ich ja sehr viel damit fahren. Ich will nach Berlin, nach Race City, zu Michelle, No Fucks Given, Sino, zu Andreas. Wie ist so dein Gefühl? Wie ist dein Gefühl jetzt mit der Stoßstange? Mein Gefühl ist, dass hier ein sehr, sehr großer Ladeluftkühler reinpassen kann. Schade, dass wir nicht im Schrottplatz waren und die Dinger weggeflext haben. Aber egal, dafür werden wir hier jede Menge wegflexen und schweißen. Ihr wisst wenigstens, was wir die Tage mit dem vorhaben. Und wir werden einiges machen. Ich freue mich auf die Herausforderung. Und mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt gesund. Bis dann, euer Kfz-Putzi. Haut rein. Ciao.